Saya bilang kalau dikirim di Bali.
Thank you.
Berapa? Biar satu jadi contoh. Thank you.
Demi grubat. Berbicara tentang kualitas produk untuk ekspor, banyak sekali yang kita harus teliti. Mengenai itu banyak juga seperti halnya ikan atau mungkin oral itu ada beberapa spesifik sendiri untuk masalah kualitas. Jadi terutama di ikan yang mungkin lebih cenderung banyak masalah karena ikan itu banyak bergerak dan jadi penyakit-penyakit juga banyak yang datang kepada ikan tersebut. Beberapa penyakit-penyakit mungkin seperti hanya bisa kita lihat, seperti hanya wet spot atau mungkin cacat fisik seperti hanya sirip tropos, ekor tropos, dan banyak badan luka dan sebagainya. Dan mungkin harus kita ketahui. Jadi semua kegiatan, semua jenis-jenis atau kriteria yang rusak tersebut.
Basically for ornamental fish export, our authority have the same regulation. Yeah, we must have like a quarantine certificate and also like a certificate of origin, airway bill, and also status permit if we send coral. The only difference between EU and other countries, so they have a special requirement. Okay. We call it a EU health certificate. Like if we send corals, they must be accompanying with the legal certificate. We call it a status permit. For United States, there is no need to get import permit or approval from their country. They just need the paperwork, the CITES, I mean, is coming with the coral shipment, that's it. But for European Union, they have a regulation with every status permit must be checked and approved before the exporter or importer can use it for an export or import. Also, European Union, they have SRG or scientific review group that have some restriction about the importation of corals. Right now, from Indonesia, there are certain species that not allowed to be imported, like Heliofungia, Gracilia, Blastomusa, and other species also. But already some of the European countries, they approve that species to be imported if the source is from culture. So right now we put a lot of efforts to have a license and to have to make propagation from those species that now not allowed to be exported to European countries, and hopefully we will have more variety and more diversity on the corals. Thank you.
berapa kali? 31. 3 kali. Yakin 3 kali? Yes, finish. Oke. Finish, bos, finish. Lah. Masuk TV. Jawohl, danke. Ciao. Thank you.
unser pH-Wert ist von 8,2 wird mit CO2 abgedrückt auf 6,8 in langsamen Etappen. Dann werden die Fische anhand von Schläuchen langsam angeglichen, dass die Wasserzufuhr eben sensitiv vonstatten geht und nicht, dass die Tiere geschockt werden. Demzufolge, wenn mehr Fische innen drin sind, werden natürlich auch zwei Schläuche genommen, dass die Sauerstoffsättigung gegeben ist. Und wir gleichen dann ganz langsam die Wasserverhältnisse vom Transportwasser zu unserem Wasser an. Was muss man von einem Großhändler wie MCM erwarten? Gute Qualität, eingewöhnte Tiere, fachlich und sachlich kontrollierte Tiere, dass man halt auch schaut, dass die Tiere keine Krankheiten mitbringen, dass die Tiere gesund an den Handel weitergegeben werden, dass die Tiere auch artgerecht im Verhältnis zu anderen Handshipping-Geschichten gehandelt werden. Wenn man bei uns im Handel, im Großhandel als Fachhändler einkauft, setzt es auch einen gewissen Sachverstand voraus, dass man weiß, was man für Tiere kauft, wie man mit den Tieren dann vor Ort bei sich im Laden umzugehen hat und an wen man die Tiere verkauft, in welche Becken dann im Endeffekt die Tiere eingepflegt werden. Also, da warten Sie, war der ideale Fisch, der Hippo Tangs.
Pardon mio. Vielleicht pardon mio. Dis-moi comment tu fais pour garder ton calme. J'arrive pas à dormir.